So, das habt ihr gestern schon mal vorgezeichnet, ohne Farbe. Wir haben euch versprochen, dass wir das jetzt mal in Farbe ausarbeiten. Und auch dazu gibt es natürlich immer wieder Tipps in unserem Buch. Vielleicht kennt ihr das bereits schon oder schaut mal auf unser Instagram-Kanal. Da können wir euch einiges noch dazu sagen. So, hier sind wir wieder und hier geht es auch schon sofort los mit der Farbausarbeitung. Ihr habt jetzt gelernt, wie man das Ganze mit Bleistift vorskizziert und hier geht es auch schon in Farbe. Da suchen wir uns die verschiedenen Elemente aus und skizzieren dann die Produkte als erstes drumherum, um zu sehen, wie sich die Farbverläufe verhalten. Hier ein bisschen kolorieren. Und mit so Markern könnt ihr natürlich fantastische Sachen machen. Ihr seht es hier, in zügigen Strichen lassen sich die Formen perfekt ausarbeiten. Hier die Details. Immer wieder sehr zügig arbeiten, lässt auch ein paar helle Stellen, die so ein bisschen diesen Lichteinfall wiedergeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier wird es noch ein bisschen kräftiger an der Stelle. Und man sieht, also je nachdem, wie die Oberflächenstruktur ist und welches Material es ist, glänzt sowas ja natürlich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und das könnt ihr dann ein bisschen bestimmen, indem ihr mehr Farbe, weniger Farbe einsetzt. So, hier gehen wir nochmal ein bisschen mehr drüber mit dem Gelb. Und ihr seht schon, das macht ordentlich was her, wenn man dann noch die dunklen Stellen etwas aufarbeitet. Aber das sind Sachen, die könnt ihr bei uns im Kurs perfekt lernen. Wir bereiten euch auf eure Bewerbung, auf die Prüfung vor. Wenn es darum geht, mal 2 Minuten Zeichnung anzufertigen, indem ihr wirklich auf Zeit, unter Zeitdruck diverses skizzieren müsst, das sind Sachen, das lernt ihr alles bei uns im Kurs. Und je nachdem, wo ihr euch bewerben möchtet, seid ihr für solche Prüfung perfekt vorbereitet. So, hier bauen wir das Ganze nochmal mit den Farben aus. Geben das hier, das lassen wir das ein bisschen weiße, um nochmal so diesen Leuchtkraft in dem Griff oben nochmal darzustellen. Und wie man jetzt hier sieht, wird das Ganze noch ausgearbeitet. Hier auch nochmal ein bisschen drunter. Und hier auch sozusagen diese Messer, die rotieren, die meistens auch im Edelstahl, aus Edelstahl sind, die werden natürlich mit so einem Grautfarbton bestens dargestellt. Generell lässt sich natürlich mit bestimmten Markern arbeiten. Also wir haben jetzt hier unsere Lieblingsmarke, aber die gibt es von ganz, ganz vielen verschiedenen Herstellern. Schaut, mit welchen ihr gut arbeiten könnt, also die wir jetzt hier benutzen, die lassen sich auch mal nachfüllen. Das heißt, wenn man mit so einem kleinen Nachfülltank sich zugelegt hat, lassen sich die Stifte mehrfach nochmal ergänzen. Und dann macht sowas auch Sinn, wie man das dann ausarbeiten kann. Also hier auch die paar kleinen Farbbereiche, die wir jetzt ein bisschen ausarbeiten. Hier skizzieren wir den
unteren Bereich. So, und mit dynamischen, kräftigen Strichen bringen wir das Ganze nochmal mehr zum Vorschein. Also ihr merkt sofort, man merkt die Form auch, die hat, es kriegt so ein bisschen mehr Kontur und wirkt auch natürlich ein bisschen plastischer. Dieser 3D-Effekt, der kommt dann natürlich dann noch so deutlich hervor, wenn das Ganze mit so einem 2B-Bleistift nachgearbeitet worden ist. So die verschiedenen kleinen Striche werden auch nochmal hier unten angesetzt. Damit die Form auch hier perfekt sich anpasst. Und man merkt, was das am Ende auch ausmacht, dieses kräftige. Also beobachtet immer ein Objekt, guckt euch, wo Licht und Schatten ist und versucht das mal wirklich dann so umzusetzen. Und im Bestfall, wie gesagt, zeigen wir euch das mal gerne im Kurs an ganz, ganz vielen diversen Objekten. Und ihr wisst, das habt ihr bestimmt auf der Seite schon gesehen, egal ob ihr Kunst, Produktdesign, Architektur, Innenarchitektur, Transportation Design studieren möchtet, wir helfen euch gerne, gerne weiter dabei. So, und hier zum Schluss noch die kleine Kontrastfläche und das Bild ist fertig. Ja, so sieht's aus. Nach der Kolorierung versucht es selbst noch einmal. Ansonsten schaut auf unseren Seiten vorbei, ruft uns an, wenn wir euch helfen können. Und ansonsten lieben Dank fürs Zuschauen, danke für eure positiven Kommentare und Daumen hoch und alles Gute, bis dann, euer Akademie-Ruhr-Team.